So, hi, ihr Menschen, willkommen mal wieder zu Golden Sun 2. Ich kann das noch ein bisschen niedriger machen, theoretisch. So, ja, so ist doch schön. Wir waren beim letzten Mal irgendwo hier im Norden auf so einer Schneeinsel, haben einen Djinn eingesammelt. Und jetzt wollen wir dieses Örtchen, diese Insel auch schon direkt wieder verlassen, um am nächsten Ort den Djinn zu sammeln. Und dieser nächste Ort, ich muss noch meinen Twitch-Chat herholen. So. Dieser nächste Ort ist ungefähr hier so. Irgendwo da. Und ja, da segeln wir dann wohl hin, würde ich sagen. Mit unserem Schiffchen. Gegen das zu. So, okay. Maus aus dem Bild, heilige Scheiße. Das sind jetzt Zustände hier. Ich kann doch oben gechillt entlang segeln, oder ich muss nicht unten durch. Glaubst du? Hallo, stärkere Wassergegner, stimmt. Wir sind mittlerweile in ein Gebiet vorgedrungen, wo auch die Wassergegner stärker sind als früher. Und ja. Ich vertrage eigentlich ein bisschen Heilung. Wieso habe ich so ungeheilt aufgehört beim letzten Mal? Du heilst mal hier überall. Und Blues darf auch noch ein bisschen. So, jetzt sind alle wieder voll, bis auf Felix. Und Felix ist fast voll. Ich weiß nicht hundertprozentig, wo der Ort liegt, aber ich habe die Komplettlösung, beziehungsweise ich habe mein Handy ein bisschen griffbereit, heißt, ich werde jetzt zum Notfall nachsehen können. Okay, ich glaube, ich schaue lieber noch, ob ich hier schon an Land gehen soll oder noch mal ein bisschen nach unten fahren sollte. Ich muss ja nicht unnötig rumirren. Und ich sollte auf jeden Fall noch nach unten fahren. Und zwar an diesen unteren. Ups. An diesen unteren Zipfel hier, an den hier. So, geh weg. Karte. Geht's. Ja, letztes Mal waren wir in Lemuria, haben den Big Boss getroffen und sind jetzt mit Blues in dessen Auftrag unterwegs. Und wollen die anderen Leuchttürme, heißt nicht, ob Leuchttürme heißt noch anders, die anderen Türme noch entfachen, aktivieren, was auch immer. Nein, Hydra lebt. Okay, da muss wohl ein Bot gebannt werden. Timeout versetzen. Sperren. Mensch, einmal braucht man einen Mod und dann ist keiner hier. Das kann man nicht. Ist das vielleicht das Dorf, wo ich direkt hin will? Tatsächlich ja. Gut. Gut, 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 gut. Hallo. Ihr müsst sehr mutig sein, wenn ihr den ganzen Weg hierher bei Boot zurückgelegt habt. Ich bin immer mutig. Und da ist der Djinn, den wir haben wollen. Hallo? Kann ich hier irgendwie zum Djinn kommen von hier aus? Nein. Ist hier was? Gebt mir Loot, Leute.
Ich bin den ganzen Weg hochgekommen ohne Loot als Belohnung. Welchen Skandal? So, dann klettern wir. Da brauchen wir Wachstum. Ich hasse Wachstum, weil ich dafür Rente meine Chins umstellen muss. Immer noch dümmste Funktion in dem Spiel. Dann tun wir das hier rüber. Blues hat echt viele Chins. Sehr, sehr viele. Okay, eine Kiste. Muss doch irgendwo Loot sein, Alter. Was will ich denn tun? Will ich einen Chin erschlagen oder was? Verschieben. Verschieben. Ich versuche mal den Chin zu erschlagen. Vielleicht fliegt er dann ja woanders hinweg. Who knows? Okay. Das ist eine Sache, die passiert ist. Ich hätte es woanders hinstellen müssen. Neu laden. Ja, Tybee, vor allen Dingen, weil ich ihn offenbar einfach umsonst erschlagen habe. Hallo, Tybee. Was geht in der thymischen Welt? Ich hatte kurz Angst, ich würde ein bisschen zu weit nach rechts schauen. Aber hat nicht funktioniert. Nichts. Das ist echt schade. Da hat wohl jemand die Time angehalten. Und in deiner Welt passiert einfach nichts mehr. Keine Zeit. Einfach keine Zeit mehr. Das ist einfach immer im 11.07.23 gefahren. Wohin will ich es jetzt haben? Ja, das macht keinen Sinn dahin, wo ich es schieben wollte. Oder doch? Ich schiebe es mal nach ganz links. Jetzt kann ich es hier runterstoßen. Dann bringt es mir nichts. Kann ich es von da unten verschieben? Weil ich jetzt gerne wirklich, ich wollte es eigentlich ursprünglich eh eins weiter drüben haben. Ja, okay. Dann bringt es mir doch was. Ja, erst Chin oder erst Höhle? Erst Chin, oder? Dann speichere ich mal. Safe Game. Dahin. Und schau, ob du kämpfen willst oder ob du so mitkommst. Bitte komm einfach so mit. Ach, sieht so aus. Sieht so aus, ja. Der will einfach. Der hat Bock auf mich. Geil. Oder Bock auf Chenna, keine Ahnung. Zunder. Oh nein, es ist der Chin des Zunders. No. Irgendwas sagt mir, dass ich ein paar Chins für Felix verpasst habe. Ich meine, der hat erst 4 und die anderen haben teilweise schon 6. Beziehungsweise Blues hat er theoretisch sogar schon 8.
Nein, das ist der Chin des Zunders, nicht der Herr des Zunders. Münzen. Nichts. 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 Das war ein sehr ernüchterndes Lager. Hab mir mehr erhofft. Oh. Wann war das wohl der Chin? Und dann gehen wir weiter zum nächsten Ort, wo wir nicht nur einen Chin finden, sondern, wenn ich das richtig gesehen habe, auch ein bisschen, ja, wo die Story weitergeht. Und zwar ist das das Schamanendorf. Und das ist irgendwo... Ich komme immer auf meine Maus hier gerade. Das Schamanendorf ist irgendwo hier. Die Frage ist, wie will ich, komme ich dahin? Indem ich hier oben anlege. Ja. Würde am meisten Sinn machen. Oder will ich da reinfahren? Ist das gut? Ist das schlau? Ist das dumm? Keine Ahnung. Probier es. Könnte schlau sein. Das ist so ein riesen See in der Nähe. Ja, und dann nach rechts. Und jetzt irgendwo hier. Wenn man nur so umständlich in die Höhle kommt, kommt halt auch keiner vorbei, um das Zeug, um dort Zeug zu verstecken. Er muss ja erstmal eine Psi-Energie haben, zwei Psi-Energien haben, Wachstum und Verschiebung, um da reinzukommen. Und wie wir gelernt haben, sind Menschen mit Psi-Energie, also Adepten, nicht so häufig. Das ist eine gute Frage. Ich würde vielleicht mal da ein bisschen hochfahren. Mal schauen. Da ist auf jeden Fall eine Höhle. Jemand in die Höhle. Hallo, Klauenläufe. Wie geht's euch, ihr Süßes? Ja, jetzt ob alle überleben. Nö, der nimmt die Stirb, okay. Nicht der Mega-Hieb, okay. Ich liebe es, dass die Welle so zittert, ja, oder? Das sind eigentlich alles gerade kleine Erdbeben, die überall stattfinden. Schamanendorf, Höhle, scheint, ich bin auf dem richtigen Weg. Das wollte ich nicht machen. Das wollte ich, das muss ich nicht machen, das war aus Versehen. Warum ist, bin ich heute mit der Steuerung so schlecht unterwegs? Vermeidung, Geisterleser, ja, Vermeidung kann weg. Wir nehmen stattdessen, nehmen wir halt den Verschieben. Oh, Blätter, was muss ich nur tun, damit die weggehen? Keine Ahnung, Mensch. Oh, der Dungeon hier wird eine größere Sache. Ah, schade, hab gehofft, ich komme einfach durch. Das ist ein Chin. Boys and Girls, da ist ein Chin. Jetzt bin ich hier. Okay. Ich nehme an, ich muss mir gut überlegen, wo ich das kaputt schlage. Ich schlage mir den kaputt.
Nee, Hammer ist... Gabi hat einen Hammer, okay. Hammer war gar nicht eine Lösung. Detonation. Detonation war auch nicht die Lösung. Nö. Mörser. Mörser war auch nicht die Lösung. Erdgezitter. The fuck. Dass wir jetzt mit der Steuerung rumhampeln als beim Boss, oder? Der Boss ist nicht so schwer, da muss ich nur A drücken und von links nach rechts ständig. Kann ich das noch nicht machen, weil mir eine Fähigkeit fehlt? Scheint mir so. Schön, nicht total schön, Tiny. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Außer natürlich dich und deine täglichen Nachrichten und deine Präsenz in meinen Streams, Tiny. Das ist natürlich was viel Schöneres. Den Shin bekommst du erst später, okay. Man muss ja trotzdem mal nachschauen, nicht, dass man einfach dumm war. Man weiß ja nie, meine Dummheit kennt ja keine Grenzen. So, und das hier oben ist jetzt hoffentlich das Schamanendorf. Es ist das Schamanendorf, cool. Hallo. Ich würde mich gerne einmal hier heilen, danke. Auf der Tafel steht, lege 80 Münzen auf den Dresden und du darfst bleiben. Ist er stumm? Ich würde sagen, der nette Herr ist stumm. Oder können die alle nicht reden? Vielleicht können die auch einfach alle nicht reden. Opfer. Einfach alle Manu hier. Oh nein, das war gemein. Aber das ist man ja von mir gewohnt. Jetzt muss ich wieder den Shin darüber tauschen. Das ist doch dämlich. Verdammtes Psi-Energie-Prinzip. Ja, jetzt kannst du auch Wachstum machen. Ja, mach. Hä, hab ich nicht gerade. Tauscht. Okay. Kann aber nichts finden. Alles so enttäuschend hier. Du Metal? Metal? Ich glaube, das ist schon Metal. Das. Nee, Duo Mental. Handschuhe. Helfen die irgendjemandem? Ja. Okay, ich bin heute nur hier, um dir zu sagen, dass ich richtig hart dünnen Schiss gerade hatte. Das ist sehr interessant. Max, hallo Max. Ich weiß, also. Ich habe gefühlt. Nee, ich bin gefühlt innerlich explodiert. Der McChicken, den ich davor gegessen habe, der ist halt einfach komplett wieder raus. Hatte auch zwischendrin irgendwie gefühlt sich vervielfältigt. Also irgendwie war im Endeffekt mehr draußen als drin. Der hat Kinder bekommen in dir. Richtig. Ja, der hatte Sex da drin. Er wollte einfach ein Kind von mir. Tja, deswegen Finger weg von Fast Food. Ja, und eigentlich genau hier und so wieder zu sagen. Keine Ahnung, was du gesagt hast, weil es zu laut war, aber vielen lieben Dank, Max, für den Resub im 37. Monat. Krass. Genau, ich habe nicht mal was gezahlt. Wie kommt es überhaupt drauf, dass ich am 37. Monat bin? Tja, nicht nur. Nicht nur der Chicken Burger hat sich vermehrt. Das ist auch Hunderte auch. Das ist mein Haus. Wenn ihr nach Moapa sucht, dann habt ihr ihn jetzt gefunden. Nein, ich bin nur zufällig hier gekommen.
Du jetzt zurück, ich brauche Platz. Bin ich so fett? Ja. Wen haben wir denn da? Fremde im Schamanendorf. Sag mir, was führt euch hierher? Eindringlinge sind im Schamanendorf nicht gerne gesehen. Ihr seid hier nicht willkommen, Fremdlinge. Verlasst uns sofort und kehrt niemals zurück. Okay. Wenn ihr etwas zu sagen habt, dann sagt es, aber schnell. Meine Geduld sind enge Grenzen gesetzt. Nee, ich schaue mich erstmal weiter um und schaue. Hast du es soweit? Ist eine Höhle, okay. Habe ich soweit? Hast du halt alles selbst herausgefunden und nee, ich habe mittlerweile eine Komplettlösung dazu genommen, um zu schauen, dass ich überall richtig hinkomme. Da wäre ein Schild. Oh. Fahrtsau. Und hast du die ganzen Djinns so gesammelt? Ich weiß nicht, ich würde fest behaupten, mir fehlt mindestens ein Djinn für Felix. Don't you Weil say. Ich habe irgendwie schon so 8 für Blues und 4 für Felix. Jetzt gucken wir hier mit dem Golden Sun 2. Nicht DS, Djinns! Stopp, da war ich schon. Können die reden? Nein, die reden auch nicht, nur die Häuptlinge. Guck mal, was du hast. Ich hab Echo, Ferrum, Stahl und Lehm bei den. Echo, Ferrum, Stahl und Lehm. Dann fehlt dir. Sümpfe von Taupo. Warst du da schon mal? Das sagt mir nichts. Und ich hatte eben eine Ölhöhle gelesen, die Eilandhöhle. Sagt mir auch jetzt, aber das klingt wie ein Ort, der einfach random irgendwo ist. Hallo, alter Mann. Ich könnte dir Gedanken lesen gehen, oh mein Gott. Habe ich das nicht sogar ausgewählt? Ja. Unsere Vorfahren haben eine schwere Lektion gelernt. Schamanen lügen niemals, aber Fremde können ja niemals ehrlich sein. Dieb. Wir müssen ihm wohl das Gegenteil beweisen, wa? Straße der Prüfungen, kein Zutritt ohne die Erlaubnis von Moab. Ist das die Siegestraße? Shit, ich bin nicht bereit für das Ding. Natürlich nicht, das soll nicht alle Orden. Aber ich hab. Blues hat alle Orden, der hat schon 8. Ja, nur warte, ich guck mal ganz kurz nach, wie gut die. Maus. Wie gut die Maus ist? Ja, die Maus ist bestimmt 10. Das ist deine Maus und nicht Mickey Maus. Ja. So. Ja. Was ist los? Nicht zu sagen? Was steht ihr dann hier herum? Verlass das Dorf. Hey, du, raus aus dem Dorf. Komm, wir mörsern ihn. Wir detonieren ihn einfach, ja. Let's go. Ich weiß schon, warum sie keine Fremden mögen. Okay, wenn ich Sümpfe eingebe, kommt bei Golden Sun Sümpfe des Herrn, Sümpfe des Chaos, Sümpfe des Titan, Sümpfe des Herrschers. Ich glaube, Google ist auf dem falschen Weg. Was könnte der denn sehen wollen? Bock auf den Götzen, den ich rumschleppe, den ich mit einem Dungeon gemacht habe? Wenn ihr hier seid, um eure Wohltätigkeit zu beweisen, könnt ihr wieder gehen. Ich bin nicht interessiert, oder wollt ihr vielleicht etwas zeigen? Hab ich irgendwas, was der Typ sehen will? Wikinger. Du hast jetzt schon ein Item, welches schon Mahnstab heißt. Ah, lol. Das, was ich seit 100 Jahren mit mir rumschleppe. Ja. Endlich kommt es zum Einsatz hier. Ich halte es einfach in die Luft. Und danke für den Follow. Sukita, oh mein Gott. Hi, wie geht's? Ha? Mensch, die Menschen wissen noch nichts von dir. Hilfe. Seid nicht so den Menschen, der macht was für mich. Was? Wer ist das? Das verrate ich nicht. wir dachten, es sei für immer verloren. Wer sagt das überhaupt? Einst war im Besitz des großen Hoab... Na, der Typ da hinten. Hoab, der Stab war ein Geschenk von...
Jägelos, seinen besten Freund in Contigo. Als Jägelos ihm den Stab gab, übernahm Huabner damit eine sehr große Verantwortung. Oh ja, nicht so gut, aber wird schon wieder. Wer sagt nichts? Bin auch im Lurk. Alles klar. Ich hoffe, es ist nichts Ernstes und dir geht's bald wieder besser. Grüß dich. Viel Spaß im Lurk. Hab ich schon vorgelesen? Als Jägelos ihm den Stab gab, übernahm Huabner damit. Ja, hab ich schon vorgelesen. Wir haben einen Eid geschworen, die Aeolis Jade wahrscheinlich, den Schatz von Contigo aufzubewahren. Wenn der Schamanenstab wieder zu uns zurückkehrt, müssen wir seinem Träger die Aeolis Jade übergeben. Seid ihr Fremden gekommen, um nach der wie spricht man das aus? Aeolis Jade zu verlangen. Also ich spiele gefühlt seit 3 Wochen zum ersten Mal und bekomme hier, ich weiß nicht mal mehr, was ich gemacht habe beim letzten Mal, doch ich war bei King Julian. Und denkst die ganze Zeit nur so, sprich Deutsch, du Hurensohn. Ja, genau. Aber falls das hier Shellys zukünftiger Freund ist, lieber nicht. Er ist jetzt gay. Also, theoretisch, nein. Ich denke, so ist es. Oh, wait, das ist das auf Englisch, das sollst du nach dem englischen Namen dann suchen. Was für ein Jammer. Denn euch werden wir die Aeolis Jade niemals überlassen. Aber wir haben euch doch den Schamanenstab gebracht. Was hält euch davon ab, uns die Jade zu geben? Huabner hinterließ die Aeolis Jade seit Generationen unserer Obhut. Nur die Nachkommen von Jägelos sollen ihn sie bekommen. Ihr seid auf keinen Fall aus Contigo. Das ist ja gerade grotesk. Wir haben den Stab zurückgebracht. Die Reise war hart und gefährlich. Welchen Unterschied macht es, ob wir aus Contigo sind oder nicht? Wait. Es besteht kein Irrtum. Wir sind dazu ausersehen, den Stein von Jägelos zu erhalten. Gibt es denn eine Möglichkeit, wie wir die Aeolis Jade dennoch bekommen können? Nein, ihr verlangt das Unmögliche. Glühbirne. Was ist? Was mit der Prüfung? Wäre das keine gute Idee, Moaba? Du weißt schon, die Straße der Prüfung. Nur Jägelos konnte sie bestreiten. Der Weg des schwindenden Sandes? Ich habe eine Fähigkeit, mit der ich durch den Sand kriechen kann. Ja, wenn ihr Fremden versucht, die Aeolis Jade zu bekommen, müsst ihr selbst holen und hierher bringen. Wenn ihr über den nötigen Mut verfügt, dann folgt mir. Ich weiß schon, wo die ist. Alles gut. Wenn du uns gleich gesagt hättest, dass eine Prüfung zu bestehen gilt, wären wir schon längst weg. Welche Art ist die Prüfung? Ich verstehe ja, dass ihr euch Gedanken drüber macht, aber wenn wir es nicht versuchen, werden wir es nie erfahren. Gib dein Bestes, Felix. Ich bin immer nett und tolerant. Alles gut. Hallo? Okay, die Blockade ist weg. Hi. Soll ich da Wind drauf machen? Welchen Stein von Jägelos haben wollt, müsst ihr sofort diesen Sand verschwinden lassen. Okay, jetzt bekomme ich hin. Ich muss nur noch wissen, mit wem, mit dir. Du schaffst es, Gabi. Überlass nur mir, Jenna. Das mache ich im Handumdrehen. Ich finde es schön, dass einfach so ein Minecraft-Block hier ist. Und weg ist er. Ich glaube es einfach nicht. Sie haben es geschafft. Der Sand ist verschwunden. Die Legenden, sie waren also alle wahr. Sie ist die eine. Sie muss aus Contigo gekommen sein. Sie? Ist sie diejenige, die es geschafft hat? Aber sie ist nur ein Mädchen. Nun, ihr wollt, dass der Sand verschwindet, also. Können wir jetzt bitte die Aeolis Jade bekommen? Nein, sie steht euch noch immer nicht zu. Hä, warum nicht? Das war nur die erste Prüfung, um festzustellen, ob ihr die zweite Prüfung versuchen dürft. Die Prüfung, durch die ihr euch das Recht auf den Stein erwerbt.
Dann gilt also noch mehr Prüfungen zu bestehen, bevor wir den Stein haben können. Er muss das Ende der Straße der Prüfungen erreichen. Das habe ich sogar so erwartet. Die Mädchen etwa auch, aber wir können sie doch nicht. Ich dachte, nur der auserwählte Held könnte diese Aufgabe bewältigen. Was soll es heißen? Ich bin nicht der auserwählte Held. Die Helden waren schon immer Männer, schon seit der Zeit Swabners. So verlangt es die Tradition. Ich mag deine Haltung nicht, mein Herr. Ich kann genauso heldenhaft sein wie irgendein Kerl. Es mag schon wahr sein, aber du musst unsere Gebräuche respektieren. In Contigo ist es nicht anders. Wenn es euch nicht passt, beschwert euch bei Jegolus. Nicht der Jegolus, der Jegolus. Langsam, langsam, Moaber. Was sagst du eben über die Straße der Prüfungen? Wenn wir das Ende der Straße erreichen, werden dann unsere Namen nicht an der Seite derer bisherigen Helden stehen? Creighton hat recht. Es ist doch egal, ob eine Frau die Prüfung besteht. Die Hauptsache ist doch, dass wir sie überhaupt bestehen wird. Wenn du uns die Chance dazu gibst, werden wir es dir auch beweisen. Es sei denn, du hast Angst, ein Mädchen könnte der neue Held deines Dorfes werden. Habe ich das Recht erworben? Wollen wir sie die Straße der Prüfung bestreiten lassen? Ich mag es nicht, wie diese Fremden mit ihr gesprochen haben. Ich glaube, sie müssen erst erfahren, was es heißt, für uns ein Held zu sein. Ja, wenn diese Leute unbedingt zu stur sein müssen, dann sollen sie es doch versuchen. Sie werden ohnehin aufgeben. Ihr habt es selbst gesagt, wir sind zu stur, um aufzugeben. Wenn ihr wollt, dass wir Fremdlinge wieder verschwinden, solltet ihr uns die Chance geben, die Straße der Prüfungen zu bestreiten. Auf der Straße der Prüfungen zu wandeln ist kein leichtes Unterfangen. Wenn ihr das Ende erreicht, steht euch ein schrecklicher Kampf bevor. Denn für mich ist es schon ausgesprochen schwierig, für euch wird es unmöglich sein. Ja, ich will immer noch das versuchen. Ihr scheint voller Zuversicht zu sein, dennoch spricht aus euch die absolute Ignoranz. Tja, und hinterher, wa? Oh, da heißt hier oben komme ich auch gleich. Ja, ich mache dir gerade eine Karte, an Ort, hör mir gut zu. Hingehen solltet. Ich will dir nur. Mit dieser Höhle sollt ihr die Möglichkeit erhalten, eure Fähigkeiten zu verfeinern. Die Legende berichtet, dass Sigolus und Huab nur einst hier kämpften. Die Säulen sollten uns daran erinnern. Durch ihnen fand ein Wettlauf bis zum Gipfel statt. Und dort kämpften sie mit all ihrer Macht. Ein Kampf auf der Spitze des Berges. Um ihren großen Kampf zu ehren, haben die Häuptlinge der Schamanen diese Prüfung ins Leben gerufen. Die Regeln sind einfach. Der Raum ist voller Fallen und Fußangeln. Nutzt die Macht von Contigo, um sie zu vermeiden. 4 Türen liegen an der Straße. Um sie zu öffnen, müsst ihr bestimmte Gegenstände in diese Truhen legen. Warum? Hat Felix gerade gesprochen? Heilige Scheiße. Was hat er gesagt? Warum? Why? Ich bin beeindruckt. Die Tür wird sich nur öffnen, wenn diese Truhen ein gewisses Gewicht in sich tragen. Versucht schwere Gegenstände wie Waffen und Rüstungen hier abzulegen, sonst werden die Türen auch weiterhin verschlossen bleiben. Erreicht ihr die Tür erst, nachdem eure Gegner es geschafft haben, seid ihr schwer im Nachteil. Wenn ihr seht, braucht ihr 2-mal so viel Gewicht, um die Türen zu öffnen. Stellt euch auf den Schalter und es werden sich jede Truhen öffnen, die ihr füllen müsst. Wenn ihr jede der 4 Türen als letzte erreicht, verliert ihr 8 Gegenstände. Okay. Wenn euch die Straße der Prüfungen so große Probleme bereitet, betätigt diesen Schalter. Schön, dass es einen Warp-Schalter am Ende gibt, wie freundlich. Dadurch wird der Wettstreit beendet und ein wahrer Held würde nicht aufgeben. Das ist ein Idiotenschalter, Prumpi. Den machst du, wenn du aufgibst.
zum Kampf am Gipfel zu gelangen, dürft ihr auf dieser Straße nicht versagen. Ja, okay. Dann versteht ihr den trügerischen Pfad, der vor euch liegt. Wollt ihr fortfahren? Ja. Ihr kennt nun die Regeln und trotzdem wollt ihr weitermachen? Nun, ihr seid gewarnt worden. Welchen Weg, den ihr durch erlegt, uns ist das egal. Ich gehe jetzt mal da hoch und loote da hinten. So muss ich quasi die Items, die ich bei mir trage, in die Truhe legen und da befinde ich in der Höhle neue. Ich nehme an die Items, die ich bei mir trage. Ja, geht's einfach darum, dass du schneller die ganzen Rätsel oder Scheiße ist als die AI da hinten. Keine Ahnung, okay. Keine Sorge, es ist nicht ChatGPT, du hast eine Chance. Es ist aber Prumpi-GPT. Prumpi-GPT? Auf meiner Seite. Wenn ihr gewählt habt, werden wir den anderen Weg nehmen. Ich zähle von 3 bis 1. Dann soll der Wettstreit beginnen. Hilfe, Hilfe. Im Schamanendorf gibt es auch einen Djinn. Da bist du ja gerade. Im Endeffekt. Dann müsste die Straße Prüfung bestanden haben, okay. Hätte ich mich hier im Sand vergraben können, um schneller zu sein? Das wäre interessant. Also ich lege jetzt einfach irgendeine Scheiße rein. Ne? Also du hast Dieben als Djinn. Du hast Dampf. Bekomme ich die Sachen irgendwann wieder zurück oder nicht? Am Ende ja. Okay. Heißt, ich kann meine Ausrüstung da einfach rein. Okay. Prumpi AI, mach nichts Dummes. Hab was Dummes gemacht, oder? Hilfe, KI-Gegner. Ich kann das da hoch tun. So, ich habe jetzt einfach mal eine Liste gemacht mit allen Orten, die du besuchen müsstest, um dir Djinn zu bekommen. Okay, da. Die in Kackstift braun sind oben. Wobei, kann ich es einfach nach oben schieben? Also, die in Kackstift braun sind übrigens Overworld Encounter. Okay, Verstehe. Wobei, ich will doch das Loot auch noch haben. Okay, Player 2 ist auf meiner Höhe. Jetzt mache ich da noch mal außen rum, ich glaub's nicht. Das erinnert mich alles an diesen einen Wettbewerb aus Teil 1. Hier, Kolosso hieß der. Da habe ich auch am Ende versagt. Stimmt, aber diesmal stirbst du, wenn du versagst. Ja. Ah! Was? Hilfe! Es ist Squid Games, wer verliert, stirbt. Warum ist der Typ schon so weit? Er ist ja krass. Du musst erst auf den Schalter. Ist doch dumm, warum? Warum ist dieses Prinzip so? Ja, aber das ist praktisch dein Ziel. Okay, ich werde sterben. Weißt du das? Warum kann ich die Lederstiefel nicht ablegen? Da Leder zu leicht ist, nehme ich an. Okay, macht Sinn. Fuck. Rätsel. Die kennen ja das Rätsel schon. Kacke, Max. Ach, ich sehe schon, ich komme zum richtigen Stream. Du kommst absolut zum schrecklichsten Stream. Was mache ich hier? Habe ich schon erwähnt, dass der Bosskampf eigentlich nicht einfach ist? Nein. Ich habe es aber auch gar nicht unbedingt erwartet. Wasserstein, Panzer.
Du hast bald nichts mehr zum Reinlegen. Doch, doch, die anderen haben noch genug. Ich zieh mich hier quasi aus. Ihr wollt doch alle schon mal Gabi und Cellan nackt sehen, oder? Ich wollte schon immer einen Nude-Stream haben. Von mir? Das ist mir jetzt neu. Wusstest du das nicht? Das ist zu hoch. Nee. Die meisten sagen immer nein. Die meisten? Aber du bist ja nicht wie jeder andere. Kann ich ja nicht drauf! Nein, wie kommst du noch drauf? Ja, die anderen sind schon oben. Okay. Probably bin ich gerade so stupid, das zu verstehen. I guess so. Kann das ausnehmen? Aha, es kommt da. Los, Grumpy, setz Schaufel ein. Du Spaten. Aha. Jetzt. Stell dich drauf. Ah, stell dich drauf, das ist eine scheiß gute Idee. Okay. Max hat einfach. Hat einfach mehr IQ als ich. Glaubst du, er langweilt sich da hinten schon? Ich glaube, der freut sich den Arsch auf. Was bin ich sehend? Ein Wettrennen, Tiny, ein Wettrennen. Willkommen zurück oder so. Ist da links noch irgendwas gewesen? Okay, Felix wird im Bosskampf vermutlich gleich einfach sterben, weil ich ihn komplett ausgezogen habe fast. Ach, stell dich nicht so an. Ich kämpfe auch weiß ins Nacken, das geht gut. Kämpfst du überhaupt jemals? Nö, so. Wenn du null Kämpfe machst, ist es kein Wunder, dass du null von null Kämpfen gewinnst. So weich muss ich das, glaube ich, tatsächlich meine Hose ausgezogen habe. Das ist ja. Und ein Panzer. Oh ja! Oh ja. Dann links hast du dann Jin später. Okay. Oh nein. Ihr wart zwar langsam, doch habt ihr es geschafft, die Straßeprüfungen bis zum Gipfel des Berges zu begehen. Nun, dann ist die Zeit gekommen, zu entscheiden, wer von uns mehr Kraft und Macht besitzt. Oh nein. Können wir ihn einfach Möppin nennen? Ich weiß, wie man seinen Namen richtig ausspricht. Lasst ihn Möppin nennen. Das ist okay. Von denen habe ich zwar auch schon lange nichts mehr gehört. Der möppt ein bisschen rum. Ich mochte den, er hatte eine kranke Lache. Möppi ist super. Wobei, lass erstmal Chills machen. Mit Verteidigung ins die Gegner KP. Bei Verteidigung der Truppe erhöhen, warum nicht? Ja, du greifst einfach mal an. Drück dich durch Blitzschlag, mach halt. Habe ich nicht hier noch so ein komplettes Schutzschild irgendwo? Er schafft Schild aus dem Wasser, ja, okay. Ich bin auch super, das stimmt. Aber Möppi ist auch ein Level an Super. Wie kommt der so drauf? Er ist hilfsverliebt. Stimmt, das war ja die eine Sache, die Time und ich gemeinsam haben. Ihr habt beide einen Spaß. Oder haben wir das? Achso, stimmt, das ist in der Ferry. Also. Time behauptet zumindest immer, Bilder davon versteckt zu haben. Er ist Schwanzbilder von sich versteckt. Ja, nicht an dich, auch nicht an Manu, aber an Menschen aus irgendwelchen Dating-Plattformen. Okay.
Wir machen uns beide über Pumpe lustig, das stimmt irgendwie auch. Stimmt, das haben wir auch gemeinsam. Also wir sind beide zynische, arrogante Arschlöcher. Ah, ist okay. Okay, ein bisschen Heilung für die Leute hier. Aua. Au! Riesenaxt! You know, du bist überraschend gut darin, gerade nicht zu sterben. Ich bin einfach. Das ist mein Skill, hallo. Versuch mal. Wen greift er denn an? Felix versucht mal zu kommen. Ach nö, der Fokusgurt. Ich hoffe nicht. Also Felix mit Fokusgurt, das wäre praktisch. Ich hoffe schon. Oh, was in der Multiwirkung überhaupt? Ah ja, richtig. Ja, wie sich herausgestellt hat, hätte ich morgen eh nicht streamen können, weil meine Mutter morgen Geburtstag hat. Das weißt du aber tatsächlich schon eine Weile, dass die Geburtstag hat. Das weiß ich schon eine Weile, aber ich hab's nicht auf dem Schirm gehabt. Hey, deine Mutter und ich haben im selben, in derselben Woche Geburtstag. Ja, krass, oder? Schlechtes Song. Ja, sorry. Au. Ich würde den Geburtstag meiner Mutter nie vergessen. Aber halt auch. Aber Gabi! Halt auch, ist es sowas Einfaches wie 24.12.? Achso, nein, ich habe einfach immer. Jenna! Ich habe ihn einfach nur auch gleichzeitig als Bankpin verwendet, weil ich zu faul bin, wie eine Zahl zu merken. Wow. Und falls ich mal einen Bankpin vergesse, schaue ich auf meinen Kalender. Ich habe das Gefühl, ich werde gleich richtig hart drauf gehen. So, there we go. Wenn du mal ein bisschen Geld von mir haben willst, knüpfe ich meine Karte ab, finde heraus, wo meine Mutter Geburtstag hat und dann. Geil. Ah, nur noch Felix lebt. Chillig. Ah. Siehst du, ich wusste doch, der war schrecklich. Und der heilt sich auch noch, weil es kann. So, den habe ich doch nie beschworen. Zeig mal, dass du krass bist, bitte. FC Bumsbar. Woher hast du es hier schon überhaupt? Das habe ich auf Twitter irgendwo gesehen, das ist nicht meins. Nee, das habe ich auf WhatsApp irgendwo gesehen. Das habe ich in so einem WhatsApp-Status gesehen von jemandem. Das ist mir so, okay. Das ist einfach so Rubis. Das ist einfach Rubis Gruppen-T-Shirt. Die FC Bumsbude. Yes. Okay, was meinst du? Wie lange wird das Wackel noch gut gehen? Paar Minuten. Au. 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 Ja, überschätzt. Mach, wir haben verloren. Verlass nun das Schamanendorf. Hey, ja, du. Ist noch da, du. Okay. Ja, du bist gestorben. Habe ich meine Sachen automatisch wieder angezogen? Auch schon. Sieht so aus, ja. Praktisch. Mensch, ich wünschte, ich könnte das auch wie automatisch anziehen. Mach eine Erfindung dafür. Hier so Wallace und Cormit. Oh nein, warte, das ist das andere. Dorf, oder? Das ist das andere Kackdorf. Ich muss wieder dahin. Wieso? Nee, ist ein Schamandorf. Das ist ein Schamandorf, okay, ich hab. Ich habe kurz gedacht, das ist was anderes. Was dachtest du, wo du bist? Ich bin, dachte, ich bin im vorletzten Dorf schon wieder. Wo ich davor war. Können wir es bitte nochmal machen? Seid ihr noch hier? Hey, ich darf morgen aufs Arbeitsamt am Morgen. Und da machst du
Ich muss 2,5 Monate Arbeitslosengeld beantragen. Verdammter Harzen. Geh arbeiten. Mache ich ab dem 1. September. Ich hätte mir die Regeln nicht nochmal anschauen müssen, das wird dumm. Ich habe einfach auf Ja gedrückt, ohne zu lesen, was da steht. Aber okay, vielleicht schaffe ich es diesmal immer nur ein Item abgeben zu müssen. Alter, ich darf nur 7 Uhr aufstehen. Ist das viel früher oder viel später als sonst? Rate einfach mal, wann ich denn, normalerweise aufstehen würde. 5:30. Ah, ist nur um eine Stunde off. 6:30. Falsche Richtung. Oh, 4:30. Richtig. Oh, in meiner neuen Firma beginnt übrigens dann mal die Frühschicht um 5 Uhr. Da stehe ich dann um 4 Uhr auf. Aber weg geht schon arbeiten um 4 Uhr morgens. Patrick, nachdem er einen Krabbenburger gegessen hat? Was ist ein erfüllter Morgen? 3 Uhr morgen Krabbenburger, 4 Uhr morgen arbeiten. Das ist einfach nur sein Frühstück. Soll ich die Kisten looten? Eigentlich nicht, ist doch unnötig. Ist unnötig. Renn, Felix, renn. Auf. Glaubst du eigentlich, da hinten macht wirklich eine AI gerade Stuff? Oder der Punkt wird einfach nur random irgendwo angezeigt? Ich glaube, es wird einfach nur random angezeigt nach dem Skript. Ja, deutlich einfacher. So. Weg mit dem Zeugs. Weg mit dem Zeugs. Ich muss hier ein bisschen aufräumen. Einfach raus mit dem Baumstämmen. Baumstämmen sind außer Mode. Und die zahlen keine Steuern. Das stimmt. Oh, knapp. Kinder auch nicht, scheiß Kinder. Egal, gib mir. Leg einfach den Scheiß hin. Das war doch eigentlich gar nicht so schwer, glaube ich. Das war doch eigentlich sogar recht einfach. Okay, ich habe guten Vorsprung. Wenn man nicht lootet, ist man auf jeden Fall deutlich schneller. Und man weiß, was man tut. Nicht die Psy-Energie. Nicht die Chins! Legen Chins in die Truhe. Kann ich meine da die Macht. Die Macht kann weg, die Axt der Macht kann weg. Du hast eine Waffe reingelegt? Ja. Gut, ich nur Chins benutze meistens und dann vielleicht mal mit Psy-Energie heile, zumindest mit Blues. Klang recht schlau auf den ersten Blick. Die Frage ist halt, wie es. Ja, gut, eigentlich schon, aber. Ich weiß ja halt nicht, ob das irgendwie. Mach ich nur Faustschaden? Hm. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wenn du jetzt gleich kein Damage machst, dann weißt du, was das Problem ist. 13 kann doch auch irgendwo mit dem 13. Also nein, das kann ich gar nicht, kann ich abgeben. Scheiße. Hm. Also, scheiße, sie doch auch nicht. Hier. Weg mit den Waffen, weg mit den Waffen. Tja. Diese waren wir zuerst. Ihr wart schnell, vielleicht stellt doch eine gewisse Herausforderung dar. Oder auch nicht. Nee, also
Gerade eben nicht so, aber ich gebe jetzt mein Bestes. Ah, den Chin ist noch deaktiviert, das ist gut. Verhindert Schaden. Mach mal hier. Au, au, au. Das Gute ist, diesmal bin ich auch voll geheilt, was ich glaube ich davor gar nicht mache. Nice. Riesenaxt. Niemals ausziehen, Problem gelöst. Time Dusche einfach mit Klamotten. Und das war die TTT des Tages. Oh, was warst du denn wirklich? Es gab noch keine. Oh, das wurde nicht danach gefragt. Er hat noch nicht danach gefragt. Zieht KP brauche ich nicht. Ja, okay. Dann wird es ja eigentlich sogar schon fast Zeit dafür. Ich meine, ich war heute noch gar nicht enttäuscht. Und ich würde Time enttäuschen, wenn ich nicht enttäuscht wäre. Deswegen muss ich enttäuscht sein. Dann müsste Time hier danach fragen. Also. Tja. Er will einfach keine TTT. Er hat genug davon. Er will nicht selbst enttäuscht werden. Ich kann sie nicht verüben. Zeit fürs Winter. Ich dachte immer, es heiße Wumme. Das ist der Bummer. Irgendwie ist mein Ansehen fortsetzen Reiter auf Twitch komisch. Das sind Prumpi, ich, nochmal Prumpi und Miss Germany. Tja, was du in deiner Freizeit so alles anschaust, wahrscheinlich ist das schon richtig so, Time. Habe ich aus das Mr. Germany geworden ist. Darüber redet sie nicht gerne. Aufs Thema eine Lampe gemacht. Richtig. Anyway, TTT. Wenn dieser Typ tot ist, gibt's den TTT. Also Time? Richtig, wenn Timey tot ist, gibt's den TTT. Das ist das, was ich damit sagen will. Okay. Und die TTT des Tages ist der Time ist heute gestorben. Die TTT des Tages an Timey ist tot, richtig. Big Brain Brumpy, ich bin stolz auf dich. Danke. Und dann steht er wieder auf und sagt, das stimmt nicht. Fuck. Ich kenne ihn, er würde das machen, einfach um dir auf den Sack zu gehen. Es klingt sehr nach Timing, ja. Ungünstig, dass die Person, wo er mit Shins wiederbeleben kann, tot ist. Ungewöhnlich, dass Gabi nicht zuerst tot ist. Okay, so viel zu Gabis Tod. Das ist unangenehm.
ein bisschen. Ich habe, kann ja auch mit Felix beleben. Oh mein Gott. Ja, Janet zurück. If you just remember, he can do this. Ja, exakt. My Pump hier ist ein Idiot. Yes. Und wann gibt's eigentlich eine tolle Max-Trivia? Gab's sie nicht erst in Dark Souls neulich? Ja, aber ich hab's wieder vergessen. Dass du einen Bruder hast oder so. Das weißt du doch! Du kannst dir merken, was du von dir gibst. Das nicht mal ja, ab und zu. So, wir beleben mal Gabi und du heilst dich selbst. Jo, du wolltest sonst nochmal sterben, wenn ich dann als Ausdeck gute Max-Fakten haben. Kann ich dir nicht versichern, aber ich versuch's. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich werde nochmal sterben. Nice. Fuck! Max! Ja, Situation schlecht. Situation sehr schlecht. Aber hey, Gabi lebt noch. Juhu. Just, hilf mir. Just bringt jetzt einfach alle um. Nee, Just hat keinen umgebracht. Typischer Just halt. Dafür ist Jenny tot. Jenna tot. Nicht Jenny. Nicht Jenny. Fuck! Mhm. Okay, hau raus. Die TMT des Tages ist... Das wäre eine gute TMT. Max hatte? Arbeitest du aktuell auch in der Firma, wo du immer arbeitest? Oder bist du schon arbeitslos? Wieso soll ich dir einen Fakt nennen? Du musst schon selbst auf was kommen. Das wird nicht der Fakt. Ich brauche das nur zum Teil dazu. Ich will wissen, ob ich über einen Kollegen oder einen ehemaligen Kollegen erzählen muss. Interessant. Ja, ich arbeite nur noch für 3 Tage. Okay. Max hat einen Kollegen, der ihn ab und zu Maxi nennt. Welcher denn? Weiß ich nicht. Emre? Nein, ich habe schon wieder auf Ja gedrückt. Ich glaube auch, Max hat einen türkischen Kollegen, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Also wenn, dann hieß er Emir. Und zweitens, nein. Ich werde dich nur wieder mal Klopfer genannt, aus irgendwelchen Gründen. Aus irgendwelchen Gründen. Ja gut, den Max. Was war jetzt halt mein Nachname? Aber Max, den werde ich tatsächlich... Doch, ich muss eingeben, dass der das mal ab und zu gemacht hat. Selten, aber ab und zu. Ich schlag dich sonst eh hier. Wie bist du darauf ins Wort gekommen? Ich habe in dir ab und zu auch mal Maxim Voice und dann hast du gemeint. Irgendwann mal gemeint, ja, es findet mich nur mein einer Kollege manchmal, hätte ich gedacht. Habe ich das mal gesagt? Ich hatte das gedacht, vielleicht war es auch irgendein anderer Name. Wie nenne ich den sonst noch ab und zu? Du sagst nee. Maximilian war es nicht. Es war schon irgendwas. Was? Besonderes. Ich hätte schon gesagt Maxi. Aber vielleicht bin ich auch falsch. Ja, du bist falsch. Leute. Ich meine, es gibt Leute, die mich MXA nennen. Ja, das habe ich mittlerweile relativ aufgehört. Ja, das ist jetzt mittlerweile mehr so Sanji Ding. Ich meine, gut, der hat es auch erfunden. Weil es irgendwie zu schreiben war.
Und dann fand Sayu todlustig und es wurde überall verbreitet. Mensch, der gute alte Sayu. Was ist eigentlich aus ihm geworden? Keine Ahnung. Vermutlich ist er in anderen Communities aktiv und zockt Leute ab. Was weiß ich. Au. Oh. Du meinst, seitdem Sex seine Lügen aufgeklärt hat? Ja, richtig. Sex hat was Gutes gemacht. Richtig. Ne, ich hab neulich gesehen, weil ich es mich interessiert habe, habe ich auf seinem Twitch-Kanal mal vorbeigeschaut. Und er hat streamt immer noch ab und zu unregelmäßig und er macht das immer noch ohne Mikrofon scheinbar. Und, ja, gut, fair. Genau. Sonst würde man ja auch herausfinden, dass er immer. Ja, aber er soll es sich ja nicht verstellen, er soll einfach die Wahrheit sagen. Nein, das wäre ja zu einfach. Das wäre ja gerecht. Dann müsst ihr ehrlich mit den Leuten und vor allem sich selbst sein. Ja. Das wäre. Nee, das wäre einfach. Ach Leute. Kann der Boss nicht einfach schneller sterben? Er kann doch langsam sterben. Stirb langsam 2. Murphy's Revenge. Das habe ich mich allerdings auch stimmt. Max Tiny streamt mittlerweile auch. Aber nur Dark Souls 2 ohne Mikro. Of course. Das war auch nicht die TTT. Ja, er zieht mich bei den Bossen schon wieder ab. Hätte es auch anders erwartet. Aber er ist Magier und ich habe festgestellt, dass als Magier das ganze Leben irgendwie so viel einfacher ist. Achso, so geht das. Ja, Indianermann, hallo. Wait, das klingt einfach ohne Mikro. Ja. Weil es kann. Und schaust es dir an? Ich klicke tatsächlich ab und zu ein bisschen durch. Also ich schaue mir jetzt nicht alles an, wenn er stirbt und irgendwas neu macht, schaue ich mir das nicht mehr an, aber ich schaue mir an, wie er den Ort zum ersten Mal macht, ja. Ah. Oder wenn er irgendwie stirbt, nachdem der Verfolger nur noch einen KP hat. Also der Verfolger hatte bei ihm wirklich... Man hat gar keine Leiste mehr gesehen. Also die Leiste war noch da, aber da war nichts Rotes mehr. Aber der Verfolger hat Time noch getötet, das war schön. Oh, das ich finde schön, wenn Time leidet. Das ist mir auch mal in Elden Ring hin und wieder mal passiert. Ich habe übrigens gerade vorher ganz kurz statt Verfolger Volker verstanden. Volker. Der berühmte Dark Souls 2 Boss Volker. Wer kennt's nicht? Habe ich hier nicht ein Schild hier? Ich habe halt niemanden im Chat und von. Selbst erzähle ich doch nichts. Ja, wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich bei Tiny mal im Chat sein. Und ich es mitbekomme. Das ist halt was. I guess that's fair. Deswegen fange ich nicht mit Stream an, sondern frage an die Leute so, ob sie mir zugucken wollen. Haben sie Anwesenheitspflicht, sonst müssen sie nachsitzen. Bumpy, wenn du mal zu Witch kommst, musst du nachsitzen. Weiß nicht. Freitag, ja. Ja, das war auch mehr oder weniger Glück, weil, pass auf, meine Mutter wird 50. Heißt, sie feiert einmal mit der Familie, einmal mit Freunden. Bei den Freunden bin ich nicht dabei, mit der Familie schon. Wie sich herausgestellt hat, ist das mit Freunden am Freitag und das mit der Familie am Samstag. Als hättest du Samstag gesagt, dann hätte ich jetzt verkackt.
gut, dass deine Mutter so peinlich bist, dass sie dich hier nicht bei ihren Freunden dabei haben möchte. Ich hab mich gefragt, aber nee. Ich war zumindest von Anfang an nicht eingeplant, sagen wir es auch so. Ich meine, gut, ich hätte auch nein gesagt. Kontert, Kontert, Kontert. Ja, los, Gabi, konter mal. Vielleicht bist du auf mich am Samstag im Voice, so wie letzten Samstag. Das klingt traurig. Hol dir Manu und Osterflitzen. Nun ist es auch mehr oder weniger aus Versehen passiert. Ich habe halt ein paar Leute im Karaso Voice gesehen. Bin da reingegangen und dann hieß es, hey, wir machen gerade Bücherclub, du musst jetzt eine Rolle vorlesen. Und die einzig logische Konsequenz, wenn du Toro-Charaktere vorlesen musst, ist sich zu betrinken. Geh nie an einem Samstagabend auf Karate Surfer in den Voice. Das ist eine schlechte Idee, Max. Fuck, Gabi ist tot. Ja, natürlich ist Gabi tot. Das habe ich auch erwartet. Gabi kann nichts außer sterben. Das ist richtig. Ja, wobei doch. Sie kann die Dungeons besser als du aus so einem Grund. Nur den einen. Eigentlich nur den einen. Ich bin nur noch enttäuscht. Ich habe dich verteidigt und du enttäuscht mich einfach. Eigentlich war ich wirklich nur der eine Dungeon, war ich kacke. Der Rest war ich okay. Du musst es zugeben, Frau Steppe. You know what? Wenn du, wenn wir mal wirklich was zu tun haben und keinen Druck haben, dann machst du den Wassertempel einfach alleine. Und dann schauen wir ja. Ich hoffe, ihr seid stuck, bis ich alle Dungeons gemacht habe. Ich hoffe, erst im letzten Dungeon, den ich mache, sind dann auf einmal alle Items, die ihr irgendwie braucht. Ist okay, ich schaue mir dann Glitches in der Zwischenzeit an, wie ich mich hier, wie ich Out of Logic Sachen machen kann. Erhöht elementaren Widerstand. Wait, du hast was gelernt durch Time? Habe ich was gelernt durch Time? Ich habe gelernt, dass Magie jetzt ziemlich lame ist. Was hast du in der Time-Schule gelernt? Ich habe in der Time-Schule gelernt, dass... Pünktchen, Pünktchen, Punkt. Ich habe in der Time-Schule gelernt, dass... Ja. Ich habe in der Time-Schule gelernt, dass... Was habe ich denn gelernt, Scheiße? Das hast du schon dann auch. Dass die Ruinenwächter... Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Ein Boss hat eine bisschen andere Mechanik, als ich dachte. Ja. Oh. Das ist aber schon alles. Ja, Gabi hat es geschafft. Den Jesus zu machen. Ja, Felix wurde weggeholt. Ja, mein Jenny lebt noch. Wie lebt Jenny noch? Ich hab keine Ahnung, sie ist einfach krass. Ja, damit ist dann glaube ich auch jeder in deinem Team gerade benannt. Felix, die Katze von Ibrani, Jenny, Blues und Gabi. Mensch, was ein Team. Was für ein Team. Ja, stimmt, ich hab Robby im letzten Stream getroffen. Nee, hab ich nicht. Robby ist ja tot. Ich hab hier den anderen Typen im letzten Stream getroffen. Wie heißt er denn? Von Domper und Dodomper, der Vater, Opa und so weiter. Wie heißt der Typ denn? Achso, Domper. Genau, ja, den hab ich im letzten Mal getroffen. Bei den Lemuren. Bei Kim, Julie und Maurice. Du hast den König King Julian getauscht. Ja, der alte Typ, der dabei war, war Mobius. Dieser Abgeordnete da? Ja. Schaden durch Verstecken, das wäre es doch für Genial, was auch immer.
Au. Tschüss, und? Gabi. Wie ist noch Bobby so? Ja, der ist nach meinem Verständnis ist der tot. Okay. Ungünstig gelaufen für ihn. Ja, Lord Bobby ist gestorben. Der Arme. Ich gönn's ihm. Die Erlösung. Ja, ich bin in die Erlösung. Oh, auf Nüsse zu essen. Das Sack. Gibt es eigentlich irgendwer, der gerne Vollbild spielt? Ich nicht, weil ich da nicht mitbekomme, was so auf Discord so abgeht, wenn ich einen Ping bekomme oder so. Ja, Problem ist halt, dass jedes Mal Windows spackt, wenn du halt raustappst. Das auch, aber das ist prinzipiell nicht so das Problem. Ich will eher, dass ich andere Sachen mitbekomme. Und auch mal kurz das Internet aufmachen kann, wenn ich einfach Bock drauf habe. Hattest du nicht einen richtig kleinen Tisch? Ja. Und deswegen keinen zweiten Monitor? Ja, auch unter anderem. So du sagst, liegt's auch am Tisch, ja. Sollst du dir vielleicht nicht mal einen größeren Tisch und einen größeren Monitor kaufen, einen zweiten? Mein Zimmer ist zu klein, keine Ahnung. Da passt kein größerer Tisch rein. Da müsste ich mach so wie ich, zieh in den Keller. Da wär's immerhin schön kühl im Sommer, das wäre gar nicht mal so schlecht. Ich hatte heute nur 22 Grad da unten. Ja, das ist krass. Während draußen 42 waren. Es ist immer wieder sehr schön, wenn du draußen nicht richtig atmen kannst, weil es zu warm ist. Das ist das Beste im Leben. Atmen wird eh überbewertet. Krass, Herr Atmen. Ich bin gegen Atmen. Ich mag Atmen. Ich nicht. Wir machen wieder ein Schild, das ist praktisch. Da habe ich trotzdem gestanden. Teil mag auch atmen, du Langweiler. Ja, haben wir so vieles gemeinsam. Du bist halt echt Timey 4, Mensch. Soll ich das Beleidigung sehen? Ja. Nein, die Pflanzen haben sich gegen mich verschworen. Sie greifen mich an. Sie haben mich verstoßen. Dabei war ich mal einer von ihnen. Könnt ihr jetzt bald mal einfach alle sterben?
Schande groß ist, tot ja schon. Möppi wurde umgebracht. Sollten die anderen ja bald sterben. Au. Oh. Mal los. Ja, mach halt mal PP auffüllen. Und du heilst dich selbst. Go, Chast. Ich habe hier mit Heilkräutern auch Waffen nicht. Okay, irgendwie hätte ich vielleicht nicht die ganze Zeit nur auf den Großen gehen sollen. Kleinen haben doch mehr Leben als erwartet. Überraschend viel tatsächlich. Ich bin, glaube ich, die ganze Zeit auf die Kleinen gegangen. Wir sind die drauf gegangen. Okay, der eine ist auch tot, fehlt nur noch einer. Er spawnt einfach Map hier, ist nochmal neu. Shit. Vielleicht auch nicht. Losdrücken, Pungenom. Das Hyperbeam ein. Das war ein sehr kräftiger Hyperbeam. Ja, er ist tot. Das ist ein Hyper-Hyperbeam? Das war ein Hyper-Hyper. Beam, der war von Scooter. Schon gut, schon gut. Er hat eure Stärke bewiesen. Und ihr seid in der Tat wahre Helden. Ja, die TTT gibt's gleich, wenn der Dylan rum ist. Wie versprochen, sollt ihr die Aeolis-Jade bekommen und nehmen und wir nehmen den Schamanenstab. Ah, danke. Danke, Taimi, für den Resub im 41. Monat. Krasse Scheiße. Vielen lieben Dank dir. Wie geht's, wie steht's? Hi. Den Typ hier, der Typ hier muss einen Resub bekommen. Kappa, ich sehe es auch so, aber ohne das Kappa. Vielen lieben Dank. Ah. So, was gab's bei dir heute zu essen? Wurstbrot, Salamibrot, Käsebrot. Nur noch nichts. Weißt du, wenn ich hier schon unterbrochen habe, kann ich auch Times TTT rausholen. So. Die TTT des Tages ist, dass ich erstmal mein Licht anmachen werde. Und dann eine TTT raussuche. So. Was ist denn heute? Was ist denn heute eine gute TTT für den heutigen Tag? Ja.
Machen wir das. Hey Max, wusstest du schon, dass Taimi ein Fan von Undertale ist? Nein? Honestly, ich hätte es bedenken können. Jetzt weißt du es sicher. Außer Taimi macht gleich wieder Taimi-Sachen und sagt, das ist falsch. I mean, das ist fair, I guess. Ich meine, wer mag nicht Undertale? Ich hab's nie gespielt und nie gesehen. Okay. Weißt du, deswegen hast du keinen Erfolg in der Liebe. Ich hab Erfolg in der Liebe. Mehr als du und Tiny. It's illegal. Du bist nicht die Kirche, lass das. Ich bin nicht die Kirche, sicher. Ja, die Brumpikion. Das Brumpitum. Das Brumpitum. Nach vielen Jahren hat sich der Eid, den Huabner Jekelos geleistet hat, nun endlich erfüllt. Ich bin jetzt müde, ich kehre ins Schamandorf zurück und werde mich dort ausruhen. Ihr müsst auch erschöpft sein. Kehren wir ins Dorf zurück und ruhen uns aus. Dann schaue ich nochmal bei dem Typen vorbei und dann gehe ich nochmal auf den Berg und schaue, was ich da... Max meine, da gibt's einen Chin. Max meine, da gibt's einen Chin. Punkt. Was ist eigentlich da drauf? War ich da überhaupt? Da ist nichts. Cool. Ach so, ja. Davon muss man mit dem Typen reden. Bevor du den Chin abholst. Hatte ich eh vor. Cool. Hi. Wie geht's euch so? Ich glaube nicht, dass uns die anderen Dorfbewohner jemals verzeihen werden. Ja, ihr Opfer. Servus. Ihr habt mich besiegt. Und doch habe ich eure Namen noch nicht erfahren. Nennt ihr sie mir? Ja. Nein. Felix, Jenny, Gabi und Blues. Ich werde mich immer daran erinnern. Niemals vergessen wir die Namen der Helden, die mich im Fernkampf bezwingen konnten. Mal alles. Da kann ich hoch. Und hier ist ein Weg und ein Chin. Hey. Ich hab's doch auf dem Shortcut, oder? Fuck, da komme ich nicht hin. Fuck. Buh. Uncool. Vielleicht ist das derselbe Chin, wie Max meinte. Hm? Der Chin, wo da gerade war. Rechts. Okay. Ich meinte eigentlich ganz am Ende der Straße. Ja, aber vielleicht komme ich dann ja nach rechts. Du hast gerade von ihm irgendeinen Stein bekommen, oder? Nein, habe ich nicht. Was hast du von ihm gerade bekommen? Gar nichts. Hat er dir nichts gegeben? Nö. Müsste er dir nicht was geben? Ja, die Jade halt von vorhin. Achso, ja. Genau, die brauchst du. Weil da ganz dahin kannst du sie benutzen. Achso. Am Ende der Prüfung. Ist das eine Psy-Energie? Ja. Nee. Doch, du Flüssig. Hui. Was macht das? Kann ich hier beschluchten? Du wirst schon herausfinden, was du machst. Nun, lauf, Felix. Keine Lust, dieses Rätsel noch irgendwann ein weiteres Mal zu machen. Ist nervig genug.
Oh, kann auch sein, dass du es erst später machen kannst. Also vielleicht musst du es nochmal machen. Weiß ich nicht mehr. Auf die Dinge drauf. Mensch, ist das erstes für den Mal, was dass wir es heute machen. Dann das Geysir-Rätsel, wo ich einfach nur einmal random graben muss. Was dadurch eigentlich nicht mal ein richtiges Rätsel ist und trotzdem habe ich es im ersten Versuch nicht gecheckt. Komm, du schaffst das, Felix, danke. So, auf dem Ding vielleicht. Aha. Brauche ich so einen Untergrund, damit ich das nutzen kann? Genau. Ja, okay. Hallo? Is there something? Nö. Da ist einfach nichts, okay. Straße der Prüfungen. Da, an den Felsen bin ich nicht vorbeigekommen beim letzten Mal. Da komme ich immer, ich kann es noch nicht machen, kann das sein? Ja, fuck. Na gut. Tschüss. Kann ich mich rausporten? Funktioniert hier nicht. Fuck. Hast du auch häufiger ein Bedürfnis nach Glaube? In Dark Souls nicht. Da habe ich mich spontan umentschieden, kurz vor Projektstart nicht zu glauben. Weil die alle davon abgeraten haben vielleicht? Weil ich mich informiert habe und alle meinten irgendwie... Pyromant ist für Menschen, die das Spiel zum ersten Mal spielen, deutlich geiler als Kleriker. Und dann dachte ich mir so, okay, meinetwegen. Achso, ich hätte doch runterspringen müssen. Was war hier? Nee, okay, komm mit. Ja, und jetzt? Ach, da hinten. Ich hätte als TTT des heutigen Tages nehmen sollen, dass Timey atmen mag. Das wäre meine TTT gewesen. Ich hätte mich spontan umentscheiden sollen. I mean, das wäre was, was ich noch nicht gewusst hätte. Nee, hat es gerade eben in den Chat geschrieben. Ja, aber vorher hätte ich es nicht gewusst. Kam auch relativ unexpected. So, dann raus hier.
Dann schau doch nochmal kurz. Nein, hier ist falsch. Ach, hier kann ich einfach hinlaufen. Okay, schau doch nicht hin. Schau ruhig hin. Okay. Mirakelworte, Staub und Sterne. Die Zukunft sehe ich in der Ferne. Bist du der alte Son Goku? Möchtest du einen Blick in die Zukunft werfen? Meinetwegen. Nun, ich habe einen guten Zeitpunkt gewählt. Ich werde es tun. Mirakelworte, Staub und Sterne, die Zukunft, irgendwas mit Ferne und so. Schleier, Dunst und Nebelwand, die Zukunft liegt in eurer Hand. Okay, Leben, Tod und Ewigkeit. Goku? Was hält das Schicksal schon bereit? Hä? Und wie, wo ist das Son Goku? Keine Ahnung, der hat's. Die Friese sah ein bisschen so aus. Alright, fine, das ist Goku. Und er hat so ein Stirnband, also. Goku hat gar kein Stirnband. Das war Naruto. Nein, ich hab ihn nicht verwechselt. Keine Ahnung, Goku hat aber kein Stirnband. Aber es würde auch gut zu so einem Goku passen. Ich kann es deutlich sehen, eure Leben sind voller Gefahren. Ich würde sagen, oh, was für ein Schicksal. Aber ich glaube, die Zeit hast du nicht. Nee. Hört zu, geht nicht nach Süden, böse Dinge lauern dort. Da ist Österreich, Hilfe. Oh, wie schrecklich, schlimmer als Worte es beschreiben können. Genug. Oh, ungünstig. Kann ich dich bestehlen? Ja, kann ich. Komm. Okay. Der kocht was Grauenvolles. Hebt Glück an. Ja, keine Ahnung, hab mal Glück, Jenna. Ja. Okay. Halt die Fresse. Ich kann einfach. Ich muss einen Weg finden, um da hochzukommen. Auf die Etage. Über das Haus. Über das Haus. Ich bin so ein Pumpe. Ich weiß, wie ich an den Schinn rankomme. Oh mein Gott. Ich habe mein Gehirn genutzt. Einfach was Schlaues gemacht, einfach so. Es läutet eine neue Prumpi-Zeit-Ära ein. Wie kam ich da raus? Glaubst du? Und jetzt komme ich dahin. Okay. Zeit mal zu speichern. Nicht load, sondern save game. Hier hin. Wenn jetzt auch so auf load gehen würde, wäre es schrecklich. Ja, nicht was. Ist das schon mal passiert? Ja, aber nicht in Golden Sun. Okay, er kommt auch einfach so mit. Aroma. Okay. Hallo Aroma. Du bist eine für Gabi, das ist schön. Ja, ich habe mindestens einen für Felix nicht bekommen, würde ich mal sagen. Okay. Dann entweder du sagst mir, wo ich als nächstes hin soll, oder ich schaue mal in die Komplettlösung. Du kannst die Jeans auf der Karte abklappern. Will ich das? Oder will ich die lieber einfach mitnehmen, wenn sie auf dem Weg liegen? Die werden, glaube ich, nicht mehr auf dem Weg liegen, ist das Problem. Ich schau mal, was Max mir geschickt hat. Die mit den Pfeilen, meinst du? Genau, die Frauenpfeile sind, das wird
wo das Overworld-Gen sind. Die könntest du theoretisch abklappern. Gar keinen Bock. Ja, kannst du zum Jupiter-Leuchtturm gehen, wenn du da auch keine Lust hast. Ich gehe zum Leuchtturm. Bis jetzt habe ich ja noch nicht versagt. Bei den Bossen. Also schon, also aber okay, noch nicht so, dass ich geweint habe. Ich schau mal, was die komplett lösen soll. Ich hab eine Mail bekommen von dem, ach so, neuer Follower. Ja, ja, ja. Nächstes Kapitel. Straße Prüfungen habe ich gemacht. Nächstes Kapitel. Ich habe gesagt, nächstes Kapitel. Da steht Contigo und Anemos. Das nächste Ziel. Wird nichts von Leuchtturm. Ich gehe mal zu Contigo, scheinbar. Das ist irgendwo da unten. Zeig mal kurz her, Weltkarte. Also, es ist... Ach so, hier. Dann ist es... Muss ich hier hin? Ja, let's go. Let's go. Ich muss durch die Höhle nochmal durch. Auf geht's! In die Stadt, wo der Häuptling-Typ eigentlich gerne gehabt hätte, dass ich hier komme. Der Möppi-Typ. Ich will nicht sagen, weil wir schon in Dark Souls gesagt haben, dass das Sachsen ist. Aber das hier ist irgendwie auch Sachsen. Alles ist Sachsen. Irgendwie ist jede Videospielwelt Sachsen. Everyone ist Sachsen. Sachsen vor Smash. Sowieso. Ich will im nächsten Smash mit Sachsen kämpfen können, danke. Ich glaube, ich muss hier nur anlegen und danach drüben laufen, wenn ich das richtig checke. Da ist nämlich hier so rot markiert auf meiner Karte. Das scheint so, aber ich kann, glaube ich, auch mit dem Boot einfach durch den Fluss schwimmen. Ich versuch's mal. Ich hab mich vielleicht jetzt schon verfahren. Gut gemacht. Nee, passt. Glaube ich. Oh, warum gibt es hier so viele Flüsse? Bin irgendwo. Im Nirgendwo? Nee, in
Ateka irgendwas. Felix, wollen wir schon abreißen? Nein. Ich bin nur gegen das Steuerrad gelaufen, lass mich. Ich bin nur drunk, lass mich. Ich bin nur gestolpert. Oh hey, Sanji ist bereit. Das bedeutet, es wird Zeit für Paper Mario und ich bin weg, also bye. Tschüss Max, danke fürs hier gewesen sein und den Hüßab. Ciao. Bye. Wir müssen uns darauf vorbereiten, diese Flügel am heiligen Schiff zu befestigen. Verdammte religiöse Leute. Nix heiliges Schiff hier. Bin ich hier überhaupt richtig? Das ist eine sehr leuchtende Kiste oder Fass. Und sie ist nichts Besonderes, weil hier alles leuchtet. Okay, das war etwas. Es geht hier noch weiter. Schau mal, was hier noch ist. Ich schau erstmal, was hier noch ist. Bestimmt was Tolles. Das hier jetzt gleich mit dem Zyklon freilegen. Absolut nichts. So, was ziehen. Krasse Schwert, let's go. Fläschchen. Fläschchen, Fläschchen, Fläschchen. Ich sollte wohl doch häufiger zur Flasche greifen. Was für Gegner gibt's hier euch? Die Clownläufer, okay. Nicht mich mobben. Ist das da oben vielleicht Contigo? Neben einem riesigen Krater. Scheiße. Das passiert, wenn Shenner diesen einen riesigen Meteorbüll beschwört. So ein riesiger Krater dann. Nee, warte mal. Gabi macht die Psy-Energie-Attacke. Ich will das doch nochmal angreifen. Sehr schön. Tja, deswegen soll ich den Meteor nicht beschwören. Da ist Contigo. Hi. Was geht? Ich kenne die Legende vom Volk, das den Wind durch die Luft beherrschen konnte. Du meinst die Legende von Gabi? Okay. Hallo. Ihr habt bestimmt doch einen Schmied und einen Waffentyp hier, oder? Drehe die Slots und das ist ein Glücksspiel. Da kann ich mich heilen. Brauche ich das überhaupt? Keine Ahnung. Ich mach's einfach mal. Wenn ich jetzt nicht mit dem Abendessen anfange, schaffe ich es nicht mehr rechtzeitig. Dann fangen wir an. Seid ihr gerade erst in Contigo angekommen? Jo. Aber schön hier. Ich mag das Gelbe.
Ich glaube, das sind alles Glücksspiele hier, also. Da ist ein Waffenladen. Nee, erstmal verkaufen. Ah, die Nuss muss ich essen, okay. Das ist so eine Nuss. Der Schein ist kein weg. Ja. Jenna. Der Schein ist kein weg. Der Ring kann weg. Das Armband kann weg. Kann ich den Holzstab verkaufen? Könnte ich tatsächlich. Warum habe ich das noch nicht gemacht? Weg mit dem Holzstab. Weg mit dem Ring. Das Juwel, keine Ahnung, behalte ich mal. Leuchtender Stein behalte ich auch mal. Was weiß ich, was der macht. So, kaufen. Schlechter für alle. Schlechter für alle. Schlechter für alle. Schlechter für alle, cool. Dann will ich auch nichts kaufen, danke. Das macht immerhin Felix besser. Ja, das ist ein fairer Tausch. Das hier macht niemanden besser. Das macht auch keinen besser. Ritterhelm macht Felix besser und Blues auch. Spieleticket, du bist voll, heißt du sammelst die restlichen. Weg mit dem Wikingerhelm. Und Platinreif. Das ist es mir nicht. Das ist mir auf jeden Fall nicht wert, leck mich. So dumm bin ich auch nicht, dass ich dieses Angebot annehme. Was mit dir? Okay, du machst gar nichts Besonderes, was ist das hier? Mais, lag einfach so rum, okay. Okay, ich glaube, ich habe den gerade beklaut, aber mir egal. Hier, die Nuss. Harte Nuss. Ja, prinzipiell wird ja Blues unser Tank, also... Geh dem mal nach. So, Bock auf Glücksspiel. Da kann ich die Spieletickets alle benutzen. Oh mein Gott. Ich hab's falsch rum gemacht, war. Ich dachte, ich mach das mal was anderes. Warte. Ich schreibe so Sachen fest. Also schreibe ich dich fest und dich fest. Okay. Dich schreibe ich auch fest. Ich glaube, hier könnte ich sehr viel Zeit verschwenden. Ist auch dumm, was ich hier mache, oder? Ich glaube, es ist mega dumm, was ich hier mache. Letzte Runde, ja, natürlich ist doch logisch, dass ich dann verkaufe. Ich will auch die anderen Sachen mal ausprobieren hier. Also kann ich alles machen. So, fest machen. Noch ein Herz.
Komm schon, ich brauche noch mehr. Komm schon, ich brauche noch mehr. Oh. Ich glaube, ich zock mich hier ab. Was ist mit dem anderen Zeugs? Super Glückswürfel lernen möchte. Helf alle vier Würfel auf einmal. Zeigen zweite Würfel die gleiche Zahl an, ist es dein Pasch und du gewinnst. Passt sogar drei Würfel zusammen, wird dann verdoppelt. Zahlen gleich Würfel gewinnen. Okay, dann sehen wir einfach Würfel. Okay, okay, okay. Ja, höher oder niedriger, okay, okay. Ich will nicht, ich lese nicht ein Spiel. Nein. Lass mich spielen. Danke. Verdoppeln. Niedriger. Oh mein Gott. Verdoppeln. Höher. Oh mein Gott. Verdoppeln. Niedriger. Hilfe. Hallo Pachidon, Prumpe, nimm nach dem Stream mal meine Steam-Freundschaftsanfrage an. Ich will dir ein Spiel andrehen. Bitte sei nicht my cute Führer. Bitte sei nicht my cute Führer. Ja. Oh, oh. Verdoppeln. Niedriger. Wie geht's dir sonst, du Pachi? Ich glaube, ich bin jetzt reich. Ich glaube, ich bin jetzt reich. Ich war davor schon reich. Erhöhen. Fuck. Okay, ich will das andere Spiel noch ansehen. Ja, ist das jetzt ein anderes Spiel? Ja. Will ich die Regeln durchnehmen? Nur zwei Zahlen entweder auf den Würfeln oder mit ihnen am Tisch übereinstimmen, wenn man das ein paar, ja, ja. Okay, einfach dumm würfeln, okay. Okay, das ist einfach nur pures Glück. Nur das, was ich jedem irgendwie andrehe. Was drehst du denn jedem an, Tohu? Nicht so spannend, wa? Außerdem verliere ich da gerade nur Money. Ich bin nicht Karasu. Ich kann sogar weiter vor und zurück. Ich habe actually Gameplay gefunden. Was könnte denn ein Spiel sein, das Patschi jedem antrieb? Ark Survival Evolved, keine Ahnung. Na, dammit. Dreifach, oh.
Oder es ist irgendein Hentai-Spiel. Aber dann wäre Pachi ja auch Karasu. Also, ja, ich sollte aufhören, glaube ich. Du hast Shadow Münzen verloren. Wie viele ja, ich will das nicht lesen. Wie viele Spieletickets habe ich noch? Oh mein Gott, ich habe noch so viele. Es hat alles nur ein... Nein, nein. Doch, ich habe noch so viele. Ich habe noch so viele Tickets. Es hat immer nur ein Ticket gezogen. Ich kann ja nicht alle Tickets ausgeben. Das ist zu viel. Hatte die Macht über... Ja, okay. Laber halt. Laber halt. Das Würfelspiel überhaupt etwas? Naja, ich kann mein Geld theoretisch vermehren, wenn ich Glück habe. Ich sollte einfach weiterlaufen, oder? Ich sollte einfach weiterlaufen. So, was ist hier? Das Heiligtum von Anemus. Hallo. Wer ist denn Anemus? Sind wir hier in Peru? Was ist denn das? Die Flügel sind beinahe freigelegt. Wir müssen sie nur noch zum Dock schaffen und auf das Schiff warten. Was ist los mit ihm? Was gehört jetzt wohin? Ja, das ist eine gute Frage. Was macht er überhaupt? Grabschänderei oder so? Zerstörung religiöser Gebäude. Die Schriftzeichen der Wand sind übersetzt. Okay. Oh, was wird ein Dungeon? Oh, was wird ein Dungeon? Ich würde das Heiligtum etwas genauer von innen ansehen. Ich will es hier nicht öffnen. Oh. Das hingegen ist jetzt interessant. Was stand hier nochmal? Einige sind Tore, einige sind Straßen. Suche mit deinem Herzen den Weg, um die Wahrheit zu finden. Das hilft mir nicht weiter. Da hinten oben ist nichts. Das hier ist auch nichts. Ne, gepflegte Bombe wird mir doch immer helfen, oder? Kann ich hier was enthüllen? Nicht wirklich. Das ist prinzipiell, würde ich sagen, schon ein fertiges Muster. Oder kann man das noch drehen, damit es geiler aussieht? Dann ist es fertig. Bitte Leuchtturm. Gehen die da nicht rein?
Sieht so aus, als ob die sich gleich einfach wieder verpissen, nachdem sie in der Stadt waren. Scheinbar kann ich hier noch nichts machen, aber es muss ja noch irgendwo einen Shin geben. Und zwar muss hier irgendwo ein Haufen Unkraut sein, den ich mit dem Orkan. Zyklon, was auch immer, wie heißt es denn? Mit dem Zyklon wegmachen kann. Die Frage ist nur, wo. Das ist zu wenig Kraut. Da ist ein bisschen mehr Unkraut. Da ist viel Unkraut. Ja, es scheint das Richtige zu sein. Ja. Warum ist hier nichts? Hallo? Ich hätte hier Spaten einsetzen müssen, nicht das Ding wegmachen müssen. Nein. Okay, wo war ungefähr die Mitte? Am besten ist, ich gehe nochmal raus und lade es neu. Spielticket, nein, das brauche ich nicht. Das will ich auch gar nicht. Da. Hallo. Kommst du ohne Kampf mit? Ja, er kommt ohne Kampf mit. Sehr gut. Endlich mal einen Shin für Felix. Marmor. Sehr schön. Dann kann auch einer von den beiden an Blues gehen. Entweder Raureihe versiegelt Psy-Energie spechtet. Wir machen Chili und Blues. Sieht gut aus. So, dann geht's als nächstes zum Leuchtturm. Das ist mein Schiff, oder? Okay, wo ist der Leuchtturm? Da wollte mich Max ja auch schon hinschicken. Ein Kraftbrot gibt's hier noch. Ein Kraftbrot gibt's denn noch? Ich will doch mein Maxbrot nicht. Bin ich unterschlagen. Komm, wir holen uns Maxbrot. Danach gehen wir zum Leuchtturm. Maxbrot. Maxbrot. Wer are you? Hier? Neben irgendeinem Haus, das weiß ich. Das habe ich gerade gesehen. Maxbrot? Welches Haus ist es denn? Auf irgendeinem Vorstand, das da oben vielleicht. Hallo, gibt's hier Maxbrot? Hier gibt's ein Maxbrot. Das war kein Maxbrot. Das war kein Maxbrot. Gib mir Maxbrot.
Weißt du was? Ich kann doch ohne Maxbrot leben. Scheiß auf Maxbrot. Maxbrot ist überbewertet. War es überhaupt der richtige Ort? Ja, eigentlich schon. Ach nee, das war sogar noch die Zahl, was sie mir zeigen wollten. Maxbrot ist so ein... viereckiges Haus und dann kommt so ein L-Haus. Das hier. Da müsste doch eigentlich Maxbrot sein. Ja, da ist Maxbrot, okay. Dann essen wir das Maxbrot. Oh Gott, Spieleticket. Das müssen wir irgendwo staken bei Channel. Und ja, so kann ich damit leben. Tja, Blues wird nie mehr sterben. Blues wird der Tank. Ja, das schmeiß ich einfach weg. Ich will den Scheiß gar nicht haben. Bringt auch nicht so viel Geld, glaube ich, von daher einfach weg mit. Geldmangel habe ich eh nicht. So, jetzt aber raus. So, wo ist der Leuchtturm? Ach, das war der Leuchtturm, oder was? Wo ist der Leuchtturm? Oder war da der Leuchtturm dabei? Ach ja, cool, wenn man nicht weiß, wo man hin muss, oder? Da oben ist der Leuchtturm. Da oben ist der Leuchtturm, okay. Let's go. Hallo Wolftyp. Tschüss Wolftyp. Nett hier. Aber das hier machen wir beim nächsten Mal. Denn für heute ist erstmal Schluss. Save Game. Auf die 4. Und dann gleich nochmal ein zweites Mal. Auf die 5. Und ja, dann machen wir beim nächsten Mal erstmal diesen Leuchtturm. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei jedem, der heute zugesehen hat. Sowohl an Kaki als auch an Max noch für die Resubs. Und ich schau mal, wen ich denn raiden kann. An diesem Dienstagabend um 9:45. Wer ist denn da noch live? Neo Luna LP. Warum nicht? Okay, auf zu Neo Luna LP. Das war auch schon der letzte Stream der Woche. Der einzige Stream der Woche. Und ja, nächste Woche vermutlich wieder 2. Aber aktuell nicht so viel Zeit, wie ich es gerne hätte. / Raid Neo Luna LP. Ja. Vielleicht findet ihr auf dem Multi-Stream-Plan von Shelly, den ihr auch auf mir auf dem Surfer seht, in den News irgendwas, was die Tage ein Kollege streamt. Und ja, jetzt erstmal
schicke euch dahin und man sieht sich irgendwann. Ciao.